So, jetzt bin ich mitten im Minecraft-Game angekommen und da hinten seht ihr schon in der Party meinen Varo-Team-Partner. Und mein Varo-Team-Partner dieses Mal ist... Wer bist denn du eigentlich? Ich bin dein größter Fan! Das ist mein größter Fan! Ich bin dein größter Fan! Hi, du bist doch Sturmwürfel! Ja, das bin ich. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt eine kindliche Stimme bekommen habe, aber ja. Und auch Fingui Freeze genannt. Und du bist Zero Crisis. Zero Crisis. Wir zusammen sind das Team Zero... Finn. Ja, hallo, liebe Freunde. Auch ein herzlich willkommen von mir. Ich bin der Sarazar und der Sturmwaffel, der hat mich angehauen, kürzlich erst noch, dass der unbedingt, das ist noch voll lange her schon eigentlich, wenn man ehrlich ist. Ja. Er hat nicht mal Bock, so war irgendwie bei einer Party mit mir Varo zu zocken. Und wir machen ein super geiles Team, weil du bist ja so ein super Minecraft-Pro-Gamer. Mega, ich brauch dich unbedingt in meinem Team, weil du bist ja der I Beste. Need you. Ja. please. Und das Ding ist ganz klar, habe ich gesagt, okay, komm, 10.000 Euro bin ich dabei. Ja. Und deswegen habe ich jetzt kein Geld mehr. Nee, auf jeden Fall eine lustige Aktion. Ich dachte, habe ich ja noch nie gemacht. Ich spiele ja normal auch überhaupt kein Minecraft oder irgendwie so. Und habe gedacht, das ist ein lustiges Ereignis. Da machst du mal mit. Und dann haben uns der Sturm überlegt, weil ich das ja überhaupt nicht kann, um ganz ehrlich zu sein. Komm, wir machen mal hier eine kleine Trainingssession. Ja, ich kann ja nur so ein bisschen Minecraft, aber wirklich minimal im Vergleich zu den anderen, oder? Also hast du ja, ich finde dich schon gut, muss ich sagen. Ja, ja, klar. Du bist schon deutlich besser als... nee, es ist schrecklich. Ja. Nee, aber wir dachten uns, wie gesagt, es ist, war so ein netter Abend. Das ist ja echt Monate schon her, ne? Und dann war das jetzt ewig lange in den Argen und jetzt ist es passiert. Ja. Der Walle und ich, wir machen ein Varo-Team. Unseren Teamnamen Wahnsinn. Geben wir noch nicht bekannt, den vielleicht in der nächsten Trainingsfolge, wenn wir eine machen. Weil der Walle muss jetzt alle Grundlagen von Minecraft mal in einem Crashkurs irgendwie erklärt bekommen, damit wir auch fit sind, wenn Varo losgeht. Ne? Und der Sturmi, der hat das ja schon mal vor mir gespielt. Ja? Einmal. So, und der kann das bestimmt. Also das einzige Problem ist, mein Mausrad ist im Arsch. Aber wir wollten heute mal so eine, guck mal, das Link. Das ist der Technikmaster. Das ist ein guter Freund von mir. Technikmaster, ja. Technikmaster. Ja, ist auf jeden Fall ein großer Fan. Übrigens, um das mal zu bewerben, auf dem Server vom Revi, ja, wer uns hier hingebracht hat, ich weiß es auch nicht. So, warum, das mal zu erklären, für die, die es vielleicht gar nicht kennen, das ist so ein Turnier, ja, und das findet jetzt in Kürze schon statt. Und das Schönste an der ganzen Sache ist, da kämpfen dann ganz viele Teams gegeneinander und der Sturm hier nicht, wir bilden halt ein Team und kämpfen da ums nackte Überleben. Das ist ein bisschen so wie Hunger Games. Tribute genau, Hunger Games in Minecraft mit YouTubern. Genau, die meisten von euch werden das kennen, deswegen. Und es ist jetzt ja schon die vierte Runde und du hast ja schon mal vorher gespielt, ne? Ja, ich war bei allen Teilen bis dato dabei und den ersten Teil habe ich mit Paluten gewonnen. Boah, mit dem Palle, ey. Ja. Wahnsinn. Und danach ging steil bergab mit der Karriere. Ja, das ist wie immer halt. Ja, da kam der Rausch, ne? Die Frauen. Ja, ja. Okay, los geht's. Drauf da. Zack. Oh. Ich hab's geschafft, Mann, ich hab's geschafft. Wow, ich bin draußen. Komm, ich bin draußen. Zu den Bäumen. Scheiße, da ist nichts mehr drin. Bist du zu den Kisten? Ja, Mann, ich wollte cool sein. Jetzt bist du direkt dangerous drauf, gerade eben. Nein, nicht in die Mitte. Pro-Gamer, auf einem neuen Level. Team Pro-Gamer am Start. Boah, und das Cup-System hat sich ein bisschen geändert, hast du gesagt, ne? Genau, also in der neueren Version ist es auf jeden Fall so. Viele von euch haben mir schon geschrieben, dass es in der neueren Version stattfindet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das noch nicht 100% gegengecheckt. Und das weiß ich aber zum Zeitpunkt, wo diese Aufnahme veröffentlicht wird, auf jeden Fall. Gut, jetzt haben wir schon eine Taktik perfekt abgesprochen, wie wir das mit den, Schwertern handhaben. Oh. Bitte was? Warum kann ich dich hier treffen? In Varo geht das nicht. Ja, ist ja Revo. Ach, ist ja Revo. Gut, ich mach dir mal schnell den Stuff hier. Siehe hier, ein Crafting-Table hinter dir. Dann mache ich hier draus schon mal hier so kleine Blöcke, damit wir gleich schon ein bisschen vorwärts kommen. Denn ich bin jetzt absoluter Pro-Gamer beim neuen Level. Wie mache ich nochmal die Sticks? Scheiße, ach ja, ich habe zwei untereinander. Genau, also ich kann die ganzen Rezepte überhaupt nicht mehr. Ich sag das jetzt schon mal nicht. Ist überhaupt nicht schlimm. Es geht jetzt dieses Mal, es wird ein Herzensprojekt. Wir machen da unser eigenes... Ich baue dir ein Schwert, Alter. Damit du auch... Ich hab ein Schwert. Okay, alles gut. Alles cool. Okay, ich baue mir so ein Ersatzschwert, weil wir so viel kämpfen heute, ja? Ich würde es gar nicht mitbekommen. Wenn wir irgendeinen töten, ne? Das wäre jetzt echt so mein Ding. Finde ich auch. Einkillen. Das ist so Ziel, oder? Phase. Okay, Folge 830. Der ja, wir haben schon gesagt, wenn es nichts wird und wir überleben irgendwie trotzdem, bauen wir Häuserchen. Sollen wir da hinten die probieren direkt? Ich hole noch ein bisschen Hobot. Nee, lass erstmal Stein holen, Alter. Das war letztes Mal unser Fehler. Stein, ja. Also wir brauchen Stein, wir brauchen Steinschwerter, die sind einfach heftiger drauf. Komm mal kurz. So, wie baue ich denn nochmal eine Spitzhacke? Ich habe schon eine, ich mach dir Stein. Ja, aber das ist doch nicht effizient.
Das stimmt tatsächlich. Du machst zwei Holzstöcke untereinander und die ganzen oberen Kästchen ausgefüllt mit Holz. Fuck. Okay. War das verständlich? Ich habe ja, Probleme, Rezepte zu erklären. Ich glaube ja. Okay, warte mal. Gut, ich muss nur ein paar Holzblöcke machen. Nicht, dass da einer um die Ecke kommt. Das weiß man in Varo nicht. Und ich bin jetzt so langsam halt, das ist richtig böse. Ist nicht schlimm. Ich kann dir auch schnell ein Schwert mitmachen, wenn du möchtest. Nee, ich brauche kein Schwert. Schwert habe ich am Start. Ich brauche ja diesen Steinschwert, Hacke. Meine ich. Steinschwert. Ja, mach ruhig, genau. Wenn du so schon so weit bist, ey, du bist ja älter, ist ja der Wahnsinn. Ja natürlich. So. Immer noch viel zu langsam. Also in Varo kriegen wir damit auch für Schnüss. Aber darum geht's ja. Da hinten ist einer. Oh, okay. Geh mal hin, komm, geh mal hin. Den sollten wir uns holen. Den sollten wir uns holen. Auf jeden Fall. Einmal. Also sobald dann Varo startet, gibt es dann immer eine Folge am Tag, so werden wir das alles hinkriegen. Und wir probieren natürlich auch die Regeln einzuhalten. Ich habe die mir zu Gemüte geführt. Man glaubt es kaum. Ja, Mann, du hast den weggesmashed. Ja, und da vorne ist der nächste, komm. Der andere ist deiner, den kriegst du hin. Nein. Oh, perfekt. Perfekt. So, und jetzt müssen wir noch ein bisschen Schweine. Wir haben es geschafft, Alter. Ja, ich wollte gerade sagen, ey, das waren unsere ersten Kills als Team. Ja, ich Wahnsinn. Ich fühle mich ein bisschen gut. Ich muss irgendwas wegwerfen am besten. Ich esse mal was Chicken. Wie esse ich das nochmal? Rechtsklick, aber bei Chicken kannst du potenziell übel werden. Schweinefleisch ist da schon besser. Dann kriegst du halt Hunger, wenn dir übel ist. Na, ist egal, oder? Ist egal, ja, ist egal. Also Rechtsklick einfach aufs Item und Essen, das klappt aber bei mir. Genau, gedrückt halten. Du hast keinen Hunger dann, die Hungerbalken sind auch noch voll. Ach so, die Hungerbalken sind voll und das kriege ich auch nicht regeneriert. Siehst du, ich weiß alles über Minecraft, man merkt das schon. Genau, also sobald die leer sind, kannst du essen. Aber solange die voll sind, kriegst du Regeneration und alles. Ey, alter Schwede, ich habe einfach 3 Jahre oder 4 kein Minecraft mehr gespielt. Und aber das ist doch jetzt das perfekte Comeback. Ja, ist ja, vor allem haben wir schon 2 weggenutzt, also gut, du eher, aber ich habe auch 2-mal getroffen. Nee, ich wollte gerade sagen, du hast hier die Meisterarbeit gemacht. Ich habe nur geklaut. Ich habe nur geklaut den Kill am Ende. Geben die eigentlich noch Boah, Essen. Pferde. Wahnsinn. Hey. Mit Kuh wirft man Sachen weg, so war das doch, ne? Ja, genau. Kann ich mal die Chickens hier wegwerfen? Weil ich brauche mir ein neues Mausrad immer noch. Hier, passen ein paar Chickens. Danke für die Chickens. Mir wieder so ein Pferdeschnitzel. Und lassen keinen Food droppen, oder? Ich glaub, nee, leider nicht. Version, voll low. Ich glaube, auf der neueren Version gibt's was. Okay, dann lass uns wen hunten gehen. Okay, wir gehen wen hunten. Also im echten Varo probieren wir uns natürlich erstmal ein bisschen einzurichten. Quatsch. Ja, obwohl wahrscheinlich wäre es die beste Chance, echt voll aggro zu gehen. Ja, einfach mal auf gut Glück. Mal gucken, was passiert. Ja, dann geht einer drauf. Und dann weint der andere einfach in den restlichen 30 Folgen. Wo bist du? Was mache ich jetzt? Love Forest. Das Spiel endet in 30 Minuten. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, kriegen wir hin. Vielleicht eine kleine Live-Story oder so. Ist ja auch das erste Video, was wir zusammen machen. Ach ja, genau. Woher kenne ich dich eigentlich? Beirut. Du dachtest, Erik, und dann habe ich mich einfach umgedreht und danach... Ja genau, ich dachte, du wärst ein Gronkh-Klon. Ey, da hinten ist einer! Konzentration! Hinter uns kommt auch noch einer. Okay, wollen wir uns sehen erstmal. Ja, genau. Okay. Oh Gott. Der ist nah gewesen. Warte, krieg ich den Hit rein? Oh Gott. Izzy, nein! Izzy ist Varo-Training! Oh nein! Ich bin down, glaube ich. Oh nein, mein Inventory ist geöffnet. Nein! Nein! Du hast uns getötet, Izzy! Der Izzy war das? Mann, Izzy! Boah, der Izzy, der Schweinepriester. Wo ist der Schraubenzieher? Welcher? Izzy. Der da. Wie kannst du nur? Ich hab kein Kreuz. Kreuzschraubenzieher! Ich hab kein Kreuzschraubenzieher. Mann! Was war denn da jetzt los? Ja, der braucht einen Kreuzschraubenzieher. Warte, aber der Izzy hat doch nicht gespielt gerade. Nee, der Izzy hat einen Kreuzschraubenzieher geholt. Der ist einfach reingekommen, während ich am Aufnehmen bin. Tür gab's noch nie, wird's noch nie geben. Ja, jetzt hast du den ersten Tag eine Türe hier im Büro, weißt du? Und dann flippen sie alle drüber. Hattest du vorher keine? Nee, die ist heute gekommen. Aber stimmt. Sollen wir noch eine Runde machen? Willst du noch auf jeden Fall, Alter. Ich bin gerade erst mal warm geworden. Ja. Gut, ich brauche unbedingt noch eine neue Maus. Das war schon Call of Duty mein Problem jetzt. Die Waffenwechsel verkackt. Ja, habe ich auch schon mal gespielt. Okay. Ist voll geil, Mann. Ich wollte gerade sagen, den Ultra-Fashion-Shit, ey, Call of Duty. Ja. Also das Problem ist, ich werde ja nie Multiplayer spielen. Ich spiele ja immer nur die Singleplayer-Stories, weil die sind halt so wie so ein Action-Hollywood-Movie. Die kannst du halt so lustig zocken. Ja, Call of Duty war immer Weltklasse, fand ich die Singleplayer-Sachen. Aber die sind halt mega kurz und jetzt auch nicht mehr so neu. Ne? Das ist halt mittlerweile echt ein bisschen abgedroschen. Geil. Okay, komm. Gut. Kriegen wir jetzt hin. Okay. Du kannst jetzt auch schon mal auf die 1 drücken. Dann bist du nämlich direkt auf deinem ersten Slot in der Hotbar und dann hast du direkt die Erde da drin. Dann musst du nicht noch so rumscrollen. Okay, weiß ich Bescheid. Danke, gerne. So. Boah, war ich schnell draußen. Alter, das war richtig schnell. Ja, mega. Ich war selber ein bisschen irritiert. Okay, nice.
Machen wir mal. Können wir schon mal hier machen. Also immer springen, ne, sagte der Sturm. Genau. Okay, aber nicht gegen die... Kannst du auch gedrückt halten. Einfach Leertaste gedrückt halten. Dann. Achso, machst du das durch. Tatsächlich? Ja, ich lasse immer Leertaste gedrückt. Ja, da bleibt man doch schon mal eher hängen, oder? Kann sein. Also vieles ist halt, glaube ich, in Minecraft irgendwie, gerade wenn man online spielt, geht es um Distanzen. Also, ob du das richtig einschätzt und je nachdem kannst du... je nachdem kannst du dann deinen Teammate verprügeln. Oh, da kommen direkt welche. Okay, ich hau ab. Alter, lass uns hier abhauen. Oh, 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 oh. Die greifen uns an, hinter Mann. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, die greifen uns an mit Fäusten, der Spasti. Mit Fäusten. Oh Gott, da kommt noch einer. Was ist denn da? Ja, ja, hier hoch schnell. Komm, einmal im Kreis rennen und zurück. Hey, leg mal. Ich weiß gar nicht, was los ist. Was passiert denn jetzt? Nein, nein, hallo Aufnahme. Ja. Was ist denn los heute? Hey, super. Oh, das ist ungefähr so wie unser Team. So die ist es, die Aufnahme. Chaos, pures Chaos. Das ist alles authentisch. Ja, ich wollte gerade sagen, YouTube. Was YouTube. Ist das für ein Die letzte YouTube? Bastion der Authentizität. Startseite YouTube, voll authentisch. Läuft bei uns. Ich bin auf diesem Hügel, wo wir eben waren. Achso, ach cool, dass ich das merke. ich hab dich insgeheim verfolgt. Boah, lass hier hochgehen, komm, wir verstecken uns erstmal hier und bauen erstmal eine Werkbank. So, hier ist auch Stein. Willst du schon mal eine Werkbank machen? Ja, Mann, ich krieg das hin. Ich komme sofort, ich habe noch ein bisschen Holz dabei. Wenn du shiftest, da ist ja momentan Sneaken, das ist auch vielleicht noch ein ganz wichtiger Tipp. Ja. Sieht man dich nicht, also sieht man deinen Namen nicht. Siehe, guck mal kurz hinter dich. Och, was habe ich jetzt gemacht? Aber das, sorry, ganz kurz, ich muss die Werkbank bauen, sonst verkehre ich das schon wieder. So. Boah, bin ich langsam da drin. Zack, zack. Okay. Okay, die steht, ja? Genau, so, warte, bleib mal da stehen. So, du siehst jetzt ja meinen Namen durch den Berg, ne? Ja. Jetzt nicht mehr. Okay, so, das ist das Sneaken-Ding. Also wenn wir irgendjemanden finden und dem auflauern wollen, dann immer zack, sneaken. Dann sagst du sneaky, sneaky und dann weiß ich Bescheid. Sneaky, sneaky. Beschneit. Beschneit. Und dann bin ich beschneit. Omen. Oh, schön. So, ich baue mir schnell so ein Holzschwert und dann halte ich Wache. Mach das. Eigentlich sollte auch einer mal Wache halten beim richtigen Varo, ne? Ja, am Anfang auf jeden Fall. In der ersten Folge sollte das man... Das ist besser mein Job. Ach, Quatsch. Doch, du bist auf jeden Fall der bessere Bilder. Ach, Quatsch. Doch, das ist tief sicher. Tief im Herzen. Tief ja, ja. im Herzen drin. Ich mach uns schon mal direkt Steinschwerter. Dahinter ist auf jeden Fall. Hier ist ein super Ausschauposten. Ein Ausschauposten. Ah, da. Jetzt ist so ein Türmchen klettern. Das ist halt auch super. Okay, das lohnt sich echt nicht. Die Idee gebe ich wieder. Au. Oh. Knöchel verstaucht. Oh. Hast du? Baust du gerade schon? Ich halte so lange Wache. Boah, da hinten. Okay. Nein, da ist keiner. Wir haben einmal. Direkt am Lager. Zweimal direkt am Lager. Direkt ausrüben. Ich habe hier beim Crafting Table. Wow, geil. So, jetzt gehe ich aber ab hier. Jetzt eskaliert's. Jetzt flippt er aus. So. Okay, pass auf. Machen wir die jetzt alle fertig. Jetzt machen wir sie fertig. Wir brauchen noch ein paar Lederhosen am besten. Sollen wir noch unterwegs? Lederhosen geht auch, auf jeden Fall. Aber eigentlich würde ich direkt mit Eisen anfangen. Ansonsten ist viel zu aufwendig. Also da ist Eisen einfacher. Schauen wir mal, da oben auf dem Berg ist einer. Meinst du, da kommen wir hin? Auf jeden. Ein bisschen bergsteigen. Ich habe jetzt das mit der Leertaste gedrückt gelernt. Ja, das ist natürlich dann hilfreich. Oh, da ist er. Oh, jetzt hab ich dich gehauen. Aber. Ja, nice. Mann! Da ist der erste Kill! Zero Crisis, Mann! Zero Crisis hat zugeschlagen! Ey, Leute, Zero Crisis gerade am Start. Das hört sich an wie so ein richtig merkwürdiger News-Channel auf YouTube. Ey, Zero Crisis, Leute. Ja, oder es könnte aber auch so. Könnte schon Gamer-Name sein, auf jeden Fall. Ja. So ein richtig krasser Quake-Spieler oder so, weißt du? Zero Crisis back in the game. Ja, ist fast so gut wie 50 Walle. Was ist denn heute los? Was ist denn wieder schon passiert? So, ich weiß, dieser Teamspeak gerade. Alter, dass ich dich angegriffen habe, tut mir wirklich leid. Das ja, es war tut nicht auch noch ein bisschen weh. Siehst du den Kratzer am Rücken? Ja, ja, ich kratz dich da mal gerade. Ja, mach mal. Ist irgendwie pervers, lass weitergehen. Ja. dieser Kratzer da am Rücken. Oh Gott, jetzt wird's aber los. Jetam. Der erste Spielfilm. Jetam. Okay, let's go. Komm, wir konzentrieren uns mal wieder, weil jetzt kann der Feind hier überall lauern. Und wir wollen ja dieses Match gewinnen, damit die Leute auch denken, wir hätten was drauf und nicht... Ey, das ist unsere vierte Runde zusammen. So schlecht sind wir jetzt nicht. Also eigentlich ist es die dritte, weil die erste kannst du ja wirklich nicht zählen. Ja, okay. Da habe ich ja das Ausbuddeln trainiert. Da warst du im Loch die ganze Zeit. Da bin ich echt im Loch gelandet, mal wieder irgendein Loch. So, ich habe mir so ein paar Schnitzel organisiert. Oh, das ist eine sehr gute Idee, da habe ich sogar nicht mehr dran gedacht, tatsächlich.
So, hier wäre jetzt zum Beispiel mal schon, wenn wir einfach mal potenziell weiterdenken würden und nicht handeln, weil die sind, glaube ich, eh alle weg, so der nächste Step. Wenn wir sowas hier sehen und es alles leer ist, dann ist das eigentlich der perfekte Einstiegspunkt, um unter Tage zu gehen. Weil hier hast du direkt eine große Höhle und große Höhlen bringen den Vorteil mit sich, dass du an den Wänden Skelett. Genau, zum Beispiel Skelette hast, die dich töten. Oder boah, wie heldenhaft. dass du dann hier direkt zum Beispiel Kohle abbauen kannst, Stein abbauen kannst und ja, dann im Prinzip deinen Weg unter Tage fortsetzen kannst. Vorausgesetzt der Annahme, wir leben so lange, wenn es losgeht. Aber ja, das kriegen wir schon hin. Genau, weil hier ist jetzt zum Beispiel auch direkt Eisen. Heißt, wenn wir ein bisschen Stein noch holen, können wir direkt einen Ofen machen und dann schon Eisen schmelzen. Boah, geil, dann werden wir der Winner der Woche. Ne? Der Winner der Woche. Alter. Trashy wäre begeistert. Vielleicht, ja, vielleicht kommen wir ja in die Mr. Trashback News. Der Win der Woche ist unser Marmon-Team. Oh Gott. So steht es im YouTube. Trashy, falls du das siehst. Bitte. Es ist kein echtes Minecraft-Let's Play. Nein, ich fange nicht mit Minecraft an. Keine Sorge. Nein. Das ist ein Special. Ein unglaublich Special. Sowas wird es nie wieder geben. Das ist ein 2-Millionen-Special. Ja, du, ja, die reicht doch niemals, ey. Da muss ich ja Videos machen. Alle Leute gehen von meinem Kanal auf deinen und dann zack. Ja, Mann. Alter. Alle. Die kennen dich doch alle nicht. Nee, hat mich noch nie gesehen. Das war ja ein großes Mysterium. Oh, ich habe was für in der Schnitzel hingelegt. Kannst auch braten, tatsächlich. Bringt mehr Lebenspunkte dann. Ja, aber wir haben ja noch nichts. Kein Brathähnchen. Ich habe auf jeden Fall hier, da, sowas schon und dann brät's. Ach, geil. Komm, genau, dann lege ich da das mal drauf. Ja, Eisen ist noch drin. Ah, okay. Dann machen wir uns das muss ich hier hinlegen. Perfekt, genau. Boah, also mega. Genau. Ne? Guck mal. Mega. Ich mache einfach gar nichts in dem Spiel, sondern belustige nur. Dafür bist du da. Du bist Sturmwaffels Hofnarr. Das ist doch der passende Skin dafür. Aber du hast noch deinen Oldschool-Skin eigentlich, ne? Ja, boah, richtig Oldschool, Alter. Das wird echt cool. Boah, meiner ist so Oldschool, der ist noch aus LPT-Zeiten, wo ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe, so ungefähr. Bei LPT sogar, ja. Ja. Das ist echt tatsächlich eine ganz gute Weile her. Boah, das habe ja sogar ich noch geguckt. Was? Als ich 12 war. Wie armselig bist du denn? Was? Hey. Nichts gegen Herr Gronkh und Sarrazar gucken? Wer macht sowas denn? Wer macht denn sowas, ey? Ich habe dir ein Schwertchen hingeworfen. Boah, geil. Also muss ich echt nichts mehr machen hier. Ist ja toll. Perfekt. Ja. Pff. Okay, jetzt lassen wir ihn töten. Wir haben zu lange rumgechillt, oder? Mann. Ja, ja, auf jeden. Einfach mal drauf. Ja, das ist halt das Ding. Wenn die anderen jetzt unter Tage sind, dann könnte es potenziell ein bisschen dauern. Aber... Jetzt wäre übrigens eine reguläre Folge schon unlängst vorbei, weil die dauern 15 Minuten. Also in Varo dann. Hier nicht in unserer Trainingssession. Boah, dann mache ich mal gerade hier den, komm. Kurz den so. Sollte sonst ewig. Zack, zack. Au! Mach weiter, das Junge. Echt, ne? Das ist wirklich... Ja, ich bin froh, dass es da kein Friendly Fire gibt, so. So, ja, das stimmt tatsächlich. Das würde, glaube ich, uns beiden nicht so gut tun. Nee, also mir auf keinen Fall. Ja, mir dann höchstwahrscheinlich auf keinen Fall. Ich sehe schon verlieren, so in der ersten Folge vor Aufregung. Ach Quatsch, Aufregung. Lass uns alle in der Mitte treffen. Und einfach Gruppenfoto. Sag mal, wie wird denn das eigentlich jetzt bewertet? Mit der Zeit wird ja die Karte immer kleiner. Mhm. Und aber angenommen, wir leben alle noch und die Zeit ist um. Dann sind wir nachher hier in der Mitte. Also der wird so klein, dass nur noch hier dieses Viereck um den Spawn drum da drin ist. Und dann geht es richtig um die Hecke. Ja, also auf der Zwischenzeit siehst du dann auf jeden Fall schon jemanden. Aber ist die Frage, wo die anderen halt sind. Ach, guck mal, der Hoppelhase. Da unten ist jemand. Wo wohnt? Da. Oh, ich hab den Hase ist da runter. Hast du den Hasen gerade? Ja, ja. Aber da kriegen wir auf jeden Fall auf den Sack, wenn wir da so runterjumpen. Du kannst ins Wasser springen. Also ich weiß nicht, traust du dir das zu? Ja, natürlich. Bist sicher? Also ja, der hat auch eine Eisenrüstung. Könnte gut auf den Kopf geben, ne? Nee, der ist scheiße, der faut uns auf jeden Fall einen Arsch. Sollen wir runter? Nee, wir werden auf jeden Fall losen. Aber egal, scheiß drauf. Die Folge ist schon lang genug. Komm, 3, 2, 1. Ey, Laser, Luca. So, ach, stimmt. Aber ich komme nicht hinterher, Mann. Scheiße. Hab ihn aber ganz gut gehittet. Okay, warte, wenn du jetzt noch ein, zwei Mal triffst, dann kriegst du ihn. Ah! Fast! Knappes Ding. Fuck. Aber meine Güte, ey, wir haben wenigstens den ersten Kill mal gemacht, haben erfolgreich mal ein bisschen was mit Eisen probiert. Das sind große Footsteps, gerade für die erste Folge. Prego! Also, das muss man schon sagen. Wir können das natürlich jetzt schöner reden, als es eigentlich war, aber nee, es war toll. War unglaublich. Also, ich bin begeistert und hin und weg, muss ich mal ehrlich sagen.
Sollten wir vielleicht noch so eine Folge senden, wo wir trainieren, oder? Ja, ich hätte Bock drauf. Ich habe einen Trainingsplan für dich. Okay. Wir können gerne so ein kleines Trainingsbootcamp noch machen, wenn du möchtest. Ja, machen wir noch in der nächsten Folge noch ein Trainingsbootcamp. Und dann geht es ja in Kürze dann auch mit Varo los. Ihr werdet auf unseren Channels erfahren. Und schaut auch mal beim Sturmi rein, bei dem alten Hauding. Der macht ja auch richtige Kackvideos, aber. Danke. Ist erträglich so. Ist erträglich. Nee, eigentlich bist du sogar ganz lustig, also wenn man viel getrunken hat. Nee, vielen Dank mal, ganz ehrlich. Vielen Dank, dass du mich als Teammember aufgenommen hast, so voll Minecraft-Noob und mir was beibringst noch mit uns so ein lustigeres Team, eher was so Just for Fun spielt, auch hier bei diesem großen Turnier. Und es ist ein einmaliges Erlebnis, wird jetzt kein nicht oft Minecraft geben, aber jetzt in diesen Tagen dann halt schon. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Ciao. Tschüss.